Hi, ich bin die Julie, ich bin 23 Jahre alt und spiele für den FC Bayern München und für die deutsche Frauennationalmannschaft. Ein Trikot hat für mich die Bedeutung, dass es einen sehr, sehr stolz macht, wenn man es überzieht, weil man sich selbst repräsentiert mit seinem Namen und seiner Nummer hinten drauf, aber vor allem auch eben den Verein oder die Nationalmannschaft mit dem Wappen, dem Logo vorne. Es gibt auf jeden Fall ein Kinderbild von meinem ersten Trikot. Es war von Bastian Schweinsteiger, ein Bayern-Trikot. Und es war sehr, sehr cool, weil ich es zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und nicht nur das Trikot, sondern die komplette Ausrüstung. Und mit dem war ich dann tagtäglich auf dem Fußballplatz. Mein erstes Profi-Trikot war damals vom SC Freiburg mit der Nummer 21, weil die Nummer 7 leider nicht frei war. Aber ich war da gerade mal 16 Jahre alt und ja, es war eine riesengroße Ehre, auf dem Platz laufen zu dürfen, als ich eingewechselt wurde, und wird auf jeden Fall immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ja, das Trikot fühlt sich super an, ist auf jeden Fall sehr schön anliegend, kann mir gut vorstellen, darin zu spielen, und vom Design sehr, sehr cool. Ich mag das, wenn Trikots nicht so schlicht sind, sondern eben ein cooles Logo oder ein Design drauf ist, und ich glaube, da kann man sich wohlfühlen. Ich glaube, wenn ich Trainerin wäre von der Academy, würde ich auf jeden Fall meine Werte mitgeben. Und die sind vor allem, dass man einfach Spaß daran haben soll, dass es eine Leidenschaft sein soll von den Kindern und man das für niemand anderen machen sollte, sondern nur für sich selbst. Was ich den Kids vor allem beibringen würde, wäre, glaube ich, von Anfang an beidfüßig zu trainieren, also mit links und mit rechts, weil das, glaube ich, eine super Basis ist für später. Und natürlich auch viel Richtung Tor machen, weil das, glaube ich, das ist, was am allermeisten Freude bereitet.